Miss Grant. Miss Grant sure is dedicated to that. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody ja, die loves being ist gut asked to sign ja. a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ja, klar. Sure, I always have time. Dazu sage ich doch nicht nein. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Nein. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Das ist verrückt. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. Wo ja irgendwie jeder sie kennt, etwas unrealistisch für mich, aber nicht unmöglich, ja. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. So alt ist. Oh. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis. Das ist doch schön. Das ist sehr, sehr schön. I assign you homework with this lecture. Will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ich will es unterschreiben. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Oh. Wie gesagt, ich werde jetzt hier auch wieder ein gutes Stück rewinden. Aus bekannten Gründen, ich will ja die ganzen Gesprächsoptionen sehen, also warum nicht? Mach erstmal das hier. Well, I'm kind of in a rush right now. I don't really have the time. Too bad. Serious things are taking place at Blackwell and they affect you most of all. Come back and see me when you do have time. Promise? Hi, Miss Grant. Do you want to hear more about this petition now, Max? Ja, natürlich, natürlich. Sure. I like to get all the facts first. David Mattson. David Mattson oder das hätte Rachel helfen. Ich mache erstmal David Mattson, weil das hätte Rachel helfen können, interessiert mich am meisten. David Mattson doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Das hört sich so amerikanisch an wie sonst was. So alt ist Blackwell. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Power, ob wir damit noch was zu tun haben. Da würde mich interessieren, was da passiert. Absolutely. Ich werde gar nicht die Petition nicht unterschreiben. Das würde ich nie tun. Es ist so eine der Gesprächsoptionen, die werde ich in egal welchem Fall halt nicht machen. Okay. Hi, Miss Grant. So. Sicher. Sure, I always. David Mattson, our chief. Ja, Überwachung, schwieriges Thema. Das hätte Rachel helfen können. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell. Wir wissen eine Menge. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, das hört sich sehr, sehr interessant an. Unterschreiben auf jeden Absolutely. Fall. I don't mind. Hätte beim zweiten Mal vielleicht nicht unterschreiben können, aber das würde ich nicht übers Herz bringen. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Gibt es hier sonst noch Leute, mit denen man reden kann? Oh, das Tierchen. Hallo, Kleiner, was ist das? Kleines Eichhörnchen. Ei. Ew, gross. At least switch to E6. Ich würde nicht unterschreiben, sagen die Kamera nicht im Privat.
Oder Toiletten hängen. Ja, das wäre so eine Oh, Sache. that's not nice. Poor little otter. Ja, deswegen gibt es ja Meinungsfreiheit. Jo. Plakat, Plakat. They sure get a lot of mileage out of otter power. Die guten alten Otter. Otter sind flotter. Geile Übersetzung für Otter Power, auf jeden Fall. Gefällt mir, was das Übersetzungsteam da gemacht hat. Otter power? I'm so not there. Der deutsche Slogan ist einfach so viel besser. Otter sind flotter. Ich meine, das ist wirklich einfach nur ein sehr, sehr guter Slogan. And this is where the otters perform their aquatic magic. Flugplatz. Was steht denn auf dem Schirm? I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Multitasking. Multitasking beschäftigt deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität. Besuche das Buddhismuszentrum. Ah ja. Schön, schön. Buddhismuszentrum also. Bullyforyou.org. Sehr geistlich unterwegs hier. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okay. Das war ein ziemlich klares Nope, geh jetzt nicht da lang. Guck mal ins Tagebuch, was irgendwo ein Foto von diesem Kapitel ansehen kannst. Auch so Sammelgegenstände. Ah, danke für den. Ah. Halt. Das sind nicht viele Fotos bis jetzt. Aber normalerweise sollte doch bei den Stellen, wo man fotografieren kann, dann so ein Interaktionsfenster kommen, oder? I could go for a burger now. The Two Whales Dinner, Oregon's Best Burger. On a Quest for Magic and Adventure. Blackwell sein. Da muss eine andere Seite sein. Nice. Cosplay und Mädchen willkommen. Das klingt weird. Doch nicht so nice. Wie war Justin? There's Justin and his skate. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Thrash? You mean stage diving or... You're such a stage poser. Diving. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Raus bei Kapitel 1. Werden wir sehen. Ich habe jetzt erstmal die einfache Option hier genommen. Aber ich werde es mir gleich mal ansehen, denke ich. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Skaten? Thrash? Nein, warte. Das war die falsche Option. Das war die falsche Option. Das war die falsche Option, so. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Ja, verpassen wir das, willst du nicht, oder? Nee, will ich nicht. Oh ja. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such jump, a poser. Nice. Verdammt. Okay. Ein Nose Slide. Yo, Justin. Check out the Max. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ich will wissen, was ein nose slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Ah, das ist ein Nose-Slide. Nice. Hey. You never really escaped Betty. Not really. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber and her punk friend used to love skating with us. Oh, schon wieder. You ever hang out with Victoria?
Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Na, das kann ich verstehen. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Aha. Also wird die schon ein bisschen Relevanz haben, aber das war eigentlich klar. One day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Das ist radikal. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Dann werde ich das gleich mal suchen. You watch us destroy these rails. Ich meine, da in der Unterhaltung hatte ich soweit alles, aber ich will auch die erste Unterhaltung mal sehen, um einen anderen Trick wiederzusehen. Also. Um noch Slide zu üben. I came to know Slide. Oh, sick. Nah. Oh, check. Twee Flip. Ich will wissen, was ein Twee Flip ist. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Was ist es? Oh. Okay. Warte. What the? Okay. Das ist ein Foto. Hey. I'm stoked to see those photos framed and shit. You never really escaped Betty, though. Why? I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. Foto, genau sowas meine ich mit, du kannst zwar Rachel beschlossen. Amber and her punk friend used to skate with us. Ja. Fuck that. Who was... Aber irgendwie sind wir die und Daniel so ziemlich auch mal sympathisch. She used to chill. Let's chill later, Justin. Anytime you wanna... Warte. Und jetzt, Fotos. Ah. Das sind Skizzen, die man sieht. Ich verstehe. Okay. Rachel Amber, Love Forever. Das hat jetzt, wenn man den Rest weiß, schon einen ganz anderen Hintergrund, ne? Okay, das eine ist definitiv in ihrem Zimmer. Das andere ist ein Eichhörnchen. Warte, das haben wir auch gesehen, das Eichhörnchen. Das war irgendwo da hinten. Wie war mein liebes kleines Eichhörnchen? Ist doch hier hinten, oder? Ja. Geben Tipps auf die Fotos. Danke für den Tipp. Vielen, vielen Dank. Aber das waren die ersten beiden. Es wird wohl nicht das Eichhörnchen sein, deswegen werden wir mal sehen. Ich mache immer das Falsche. Gut. Aha. Die restlichen Fotos werde ich halt wahrscheinlich noch nicht hier machen können. Würde ich sagen. Deswegen, let's go to the dormitory. Sind ja keine. Ja, aber sag mir nicht, wo Fotos sind. Ich werde die. Ich werde das, was ich verpasst, sagen. Der Tipp, dass die Fotos gibt, dafür bin ich sehr dankbar, aber sag mir nicht, wo welche sind. Will ich selbst herausfinden. I have to study for a test now, so I can't talk now. This day has been so. Aber die kommen nur vorm Ende des ersten Kapitels. Das ist mir klar. Das ist mir alles sehr, sehr klar. And none of it makes any sense. These visions, this was man dafür machen power. Kann. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason, and I have to find out why.
Auf jeden Fall sehr schöne Szene da. Ich werde definitiv nicht durch das Spiel durchwaschen. Das steht fest. Wie gesagt, ich kann ja irgendwie. Ich werde dann wahrscheinlich für mich privat die Episoden kann ja wieder spielen. Dann werde ich die Fotos mal schauen, wo man die machen kann. Dann sehen wir mal weiter, würde ich sagen. Die Musik ist so schön. Aber die Kamerashots wiederholen sich. Okay, sie steht auf. Der hat alles hier sehr genau sehen. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Aha. Das habe ich nämlich auch gesehen. Weltwinkel. Das gute alte Eichhörnchen. Das sind viele Fotos, aber ich werde versuchen, die alle zu machen. Aber ich denke eigentlich, hätte hier soweit alles gesehen und dann sowas. Aber naja. Das Spiel mal. I bet the Black Wolf founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Ausstellungstafel. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Nice, nice. Nicht wahr, Typ da hinten. Du findest das sicher auch toll. Luke. Clever. Warte, was steht da? Vortex Club, sucks. Ah, ja. Ich war Luke. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Ja, like he owns das... the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him? Not really. Not really. I've seen him around. Sounds like you know way more than that. Max, tell me. Nur er ist bloß ein Arsch. Nope, he's just an entitled dick with a lot of money. Not my type. Somebody needs to take that prick down. Er wird ein Fehler machen. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. So, das war klar, dass sowas in der Art passiert. So, jetzt. Schön. Hello? Und nochmal. Max, I don't feel like talking. Oh, sorry. I won't bother you. Das war sehr, sehr kurz. Das heißt, jetzt kann ich wieder den machen. Max, I don't feel like die kurze Auswahlmöglichkeit benutzt er irgendwie immer als zweite. Was ist los? What's wrong? Nathan Prescott. Aber ich finde das Spiel wirklich sehr, sehr schön. Wenn man es nicht sagen, wenn man jetzt noch nicht sagen könnte. I busted him today with a gun. What? Seriously. I saw him wave a gun around today and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. I'm glad you told me that, Max. Let's talk later. Cool? Okay. Und zurück. Ich habe noch nicht alle Optionen gemacht. Hello? Max. Was ist los? What? Nathan. Yes. Aber wie gesagt, ich mag diese Prämisse sehr. Nicht wirklich. Not really. I sounds like. Haben gemeldet, habe ich ja schon mal gesagt. Also geht's auch gleich hier weiter. Es wird passieren. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Okay. Just wait. Und ein finales Zurück, um die optimale Gesprächssituation natürlich nochmal herzustellen. Die sollte man auch anders hello? Machen. Max, I don't feel like. What's going What's on? Wrong? Nathan Prescott. Aber wie gesagt, yes, das Spiel fasziniert mich sehr, you know wie gut es seine Story erzählt, trotz der vielen verschiedenen Möglichkeiten.
I busted him. What? I saw him with you. So, das heißt, man hat auch einen Stein im Brett bei dem Typen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und wie gesagt, jedes Foto hier zu machen. Ich kann mir nochmal die Fotos anschauen, ne? Aber ja. Schwierig. Das Game jetzt schon nice. Okay, ja. Ich schalte die Zeit sogar auf Montag. Ja, gut. Das wäre schön. Ach, die eine da hat mich auch die ganze Zeit schon interessiert, die auch bei ihr in der Klasse ist. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Logan, kann ich mit dir reden? Hey, Logan Robertson, All-American Asshole. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Oh Mann. Der ist wirklich nicht der sympathischste. Sind wir mal ehrlich. Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows. Okay, ich wollte es eigentlich fotografieren, aber anscheinend ist das nicht drin. Ich war sehr cool. Football, Max. Big football. Step away. Ich meine, wenigstens kennt er den Namen. Oh, Kate, mit der werde ich unbedingt. Hi, Kate. Kate, hey, Max. Wissen, was mit ihr los ist. Ich brauche es auch. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Oh, das war schneller als gedacht. War der Unterricht? How did you like class today? I don't remember. Awesome. I guess I don't care about much of anything today. Is there anything? Okay, da gibt's keine andere Möglichkeit. Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. No. There's Kate, looking sadder than usual. Ich will doch wissen, was mit dir los ist. Oh, das Eichhörnchen, da ist es. Ah ja, ich hab schon Watt dir eine gute Nacht gewünscht. Auf jeden Fall, danke, dass du reingeschaut hast, ne? Samuel. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. Howdy, Samuel. Well, hello there. What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? Ja, ich weiß, warum Leute von ihm ein bisschen abgecreept sind. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. Kann der aufhören, mit so einem Rätsel zu reden? Positive and negative. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Merkwürdiger Kerl. Sehr, sehr merkwürdiger Kerl. You knew Rachel? How can you know a prison? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Ich weiß, warum Leute den als merkwürdig einstufen hier. Er ist merkwürdig, aber scheint das Herz am rechten Fleck zu haben. Well, dich beschäftigt. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping, then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. Das ist you besser. Can't color over that sunlight. Ach komm, ich hau nochmal alle Aktionen durch. Der Gärtner war's. Der Mörder ist immer der Gärtner, ne? What do you best not to dwell on the pad. Awesome. You knew Rachel. How can you know? Ja, weil wenn ich über die Vergangenheit reden. Interessant. Aber ja, der Typ ist schon so eine Minimalstufe weird. Das kann man, denke ich mal, nicht bezweifeln. Oh. Victoria und ihre Bitches? Nein. Hab ich so nicht gesehen. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Oh look.
Look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. Okay. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Wie nett. Das ist so eine... Since ja, you know all definitiv. The answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Wir, man wird sie oh, wait. Nicht berühren. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. So, und jetzt wieder mit einer netten Person reden. Oder auch nicht. Weil sie beschäftigt aussieht. Okay. Ja, aber es ist so ein Charakter... Ich glaube, es ist schwer, sie nicht zu hassen. Ehrlich zu sein. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Aha. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah. Ja, das ist so genug tun. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ja, was geil ist, es gibt keinen Schaden im Öl im Spiel. Das werde ich noch für mich selbst beurteilen, aber auf jeden Fall. Die Aktion war super. Die mag ich. Die Aktion, da mag ich sehr. Warte, wieso haben die gerade den Eimerfarbe so in den Fokus gestellt? Oh, kann ich? Kann ich hier irgendwie hoch und dann... Also schön schadenfroh, ja. Natürlich, natürlich. She looks like a pissed off wet cat and she's still stylish. Samuel. Ah. There's only one way around this. Ne, warte, ich glaube, das war zu lang. Egal. Wie macht man das? Die Sache mit Victoria später. Andere Sachen in den Screen machen. Ich glaube, ich bin hier soweit fertig. Nice, Bro. Soweit bin ich hier fertig, weil... Ja, ich habe hier sonst alles ins... Oh ne, warte, das hier habe ich noch nicht gesehen. Rachel owes me money, pay up, bitch. Okay. Whatever makes that person happy. Yes. Do you understand English? She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas mit dem Eimer da machen. There goes Samuel da Vinci to paint the window. Eimer stimmt so, ja, denke ich halt auch, ne? Und benutzen. Das kennen wir ja schon. So, aber ne, sagt nichts. Und das sind eigentlich auch schon zu viele Tipps, muss ich sagen. Keep walking, hippie. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. Hmm. Do you understand English?
Get lost. Hallo, ich nehme euch weiter. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. None shall pass. Capiche? You shall not pass. Sorry, no paparazzi allowed. Okay. I need to figure this out. Ja, es weiß halt irgendwas mit diesem verdammten Eimer zu tun. Danke, Spiel. Aha. Ja, ich habe eine Idee. That's the first and last time I expect to hear that. Weil jetzt ist die Farbe oben. Und wenn ich jetzt das Wasser andrehe, dann... Theoretisch... This main sprinkler valve looks easy enough to use. Wieso kann ich das gerade nicht benutzen? Ich meine, ich hab's auch offensichtlich gerade. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Gerade offensichtlich. There's only one way around this. There goes Samuel da Vinci to paint the window. Okay, warte. Wie kriege ich das hin? I can't grab that. Samuel is way too close. Aha. Okay, let's see if this works. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Now, come on. Come on. Jetzt kommt's. No fucking okay, way! Okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Nice. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Aha, und jetzt kann ich rein, oder? Sprechen. Hey, Victoria. What do you want, Max? Okay. Erstmal das. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. Schadenfroh. Ja, das war dem was sehr froh. Ja. And no filter needed before I post this. Now, please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. Ich werde sie trösten, tatsächlich. Ich bin leider so nett. Es tut mir leid, wir sollen Wirklichkeit machen. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and...
and the go fuck your selfie. Go fuck your selfie ist aber ein gutes Wortspiel, muss man sagen. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Und das ist wieder so eine Stelle, so Videospiele machen dich zu bösen Menschen. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Aber das ist, weil das so Videospiele machen dich so aggressiv oder dem Spiel hier so, klar, sie ist scheiße, aber ich will mit allen Menschen gut dran sein. Deswegen weiß ich mal lieber so. Und das nicht wirklich für meinen eigenen Profit, sondern eher wirklich so, ich will, dass es Leuten gut geht. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Victoria is going to be pissed we took so long. No boys allowed, okay. As if. Raiders is this slave. A Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Ah, das ist wieder der Rucksack, eine Schlappe, die mein Franju-Creme. Wow. Sehr, sehr lieb, aber ich kann es verstehen. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Alles klar. Wär's auch fürs Trösten gewesen. Man, hab ich mich schon fast gedacht. Dana is still a cheerleader at heart. Ich weiß ja nicht, wer Dana ist, aber okay. This girl must have been popular. She's everywhere. Be alert on the campus. Observe the following. Ah. Befolge die Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Mein Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Die gratis Campus Alarm App. Ah ja. Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Die Bücher sagen mir zwar alle nichts, aber ich hätte nichts. And the usual flying dragon shit. Thanks for the warning. Schauer, guter Take, Schauer, please. Yep. Whoa. Looks what like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. At least that's an alarm from this century. Werden wir alles genau hier ansehen. They live. Don't be a zombie. Social Media has a time and place. Don't let life flash you. 630 Stunden. Übrigens, Möppi, ich habe vor kurzem gesehen, wie lange ich insgesamt gestreamt habe. 755 Stunden. So war es kleiner Richtwert, ne? Und den Anfang davon hatte ich keinen Bot. Be the change you wish to see. Oh, Victoria, give me a fucking break. Naja, fast 50 Stunden, ja gut. But what's this poster really trying to tell me? Kann sich sehen lassen, ja, vor allem. Wie gesagt, am Anfang hatte ich ja noch gar keinen Bot. Overbrook. They're perfect for each other. Pizza, guck mal, was er da ist. Das ist doch was für Pizza, dieses Schild. The Fox, what the hell, aber okay. Ja, das da ist doch genau dein Ding. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Artex fast, ja, wird noch, wenn du regelmäßig reinschaust.
How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Oh, zeichnen. Ich will was zeichnen. Oh. Obvious but true. Kann sie nicht was anderes zeichnen? Ich will nicht, dass das bei ihr steht. Oh nein, ich will nicht, dass das auf ihrer Tafel steht. Wie soll ich schon mal schöner das stehen haben? Ich. Woran merkt man, dass ich zu nett bin? Siehe mein Life is Strange Playthrough bis jetzt. Home sweet home, my favorite cocoon. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Schaffst du das auch? Ob ich was auch schaff? Eine Mail von Mama. Noch 8 Stunden. Das Märchen über einen Ehrenschüler Blackwell. Er meinte, das sei eine schwere und falsche Anschuldigung. Okay. Instant film is so damn es war eine richtige Anschuldigung, aber okay. Now. But I can't help it. I'm analog, not digital. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Teddy. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Wow. Anschalten. Ausschalten. Halt ausschalten. Bis aber angeschaltet haben. Wie die schönen Lampen hier haben. Warte. Sagen die Bilder hier. Da waren doch zwei, die so aussehen, als ob es mein Zimmer sein könnte. Durch den Spiegel auf die Foto. Warte, wo ist der Spiegel? Hier ist der Spiegel. Foto. Ich drück immer das Falsche, ne? Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Wie sieht er doch jünger aus, meiner Meinung nach, aber hey. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Cinematic. Ah. Die filmische Inhalt dieses USB-Stick ist von grausamer, lebensveränderter und kontroverser Natur. Ich mag Warren jetzt schon, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Die Sammlung wird mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere dir zu deinem Geschmack und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal Holocaust und Ultra Vixen. Ich mag Bowen jetzt schon. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Aufs Bett sitzen. It feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre, and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Ich glaube, hier gibt es nicht so viele interessante Kamerafahrten. Kekse. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. Nice. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Auf jeden Fall, Kekse machen alles gut. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Maxine, ah ja. Werden nie den Tag deiner Geburt oder dein erstes Lächeln vergessen. Es war lieber auf den ersten Blick. Heute ist dein besonderer Tag. Wir vermissen dich, sind aber sehr stolz, dass du deinen Träumen folgst. Wir lieben dich, Mama und Papa. Oh. It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits? Das ist eine gute Frage, auf jeden Fall, würde ich sagen. Gitarre spielen.
Nice. Das muss doch hier mal jetzt mal gemacht werden. Sonderlich abwechslungsreich ist es nicht, aber ist gut zu üben. Auf jeden Fall. Wimpel. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Pflanze gießen, natürlich muss man immer gießen. Kann das ja viel besser. Nö, sag ich nicht. Drink up. Sage ich definitiv nicht. Diese Tat wird Konsequenzen haben. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. Ja gut. Also ganz ehrlich, die Filmsammlung so groß wie die ist, schwierig. Yeah, da kann man die eigentlich doch in 5 Minuten organisieren. There's my poor laptop begging me to check in. Looks like Dana left me a little post-it note. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Oh, verdammt. Oh, was haben wir denn da für ein Philip schönes Lorca Fotobuch? Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Aber ja, ich mag das Spiel sehr, falls einem noch nicht aufgefallen sein sollte. Es ist einfach so schön, nice in das Spiel hineinzuversetzen. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk. Nein, gar nicht. Nein, Merkur bestimmt überhaupt nicht. Nein, nein. Alles gut. Kunstbücher. Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Oh, was in der Schublade? Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Aber diese Angewohnheit ist leider auch so eine Angewohnheit, die ich auch teilweise habe. Ich habe eine Dauerlächel gefühlt. Na gut, ist doch schön. Aber ich kann mich gerade in sowas hineinversetzen. Sich aufschieben bei Leuten zum Melden ist leider eine Sache, die ich gut kann. Und ich bin definitiv nicht stolz drauf. Das Schlimme ist so, wenn die Gegenseite genauso ist und dann schreibst du mit der Person einmal im Jahr und dann so, hey, alles gut? Und dann so, ja, wir sollten öfter schreiben. Ja, sollten wir wirklich. Werden wir es machen? Definitiv nicht. Na, ruft er. Das Witzige ist, ich fahre in 1,5 Stunden circa in die Heimat im Auto, also keine Sorge. Ich glaube, hier habe ich soweit jetzt alles gesehen. Schöner Song auf jeden Fall. Kann kaum warten, einen Copyright-Claim dafür auf YouTube zu bekommen. Weil, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe heute gesehen, dass mein Xenoblade-Video, der letzte Part der Story, hat einen Copyright-Claim. Wegen dem gesungenen Teil des in der letzten Cutscene, da wird ein Song gespielt. Da habe ich so gesehen, Copyright-Strike, das Video kann nicht monetarisiert werden. Ich meine, klar, ich monetarisiere meine YouTube-Videos eh nicht. Ich könnte es auch gar nicht, selbst wenn ich wollte. Aber ich habe so gedacht, ernsthaft? Ich habe nur das Spiel gespielt. Aber, naja. Das ist echt schlimm, ja. I love my space, but I do miss my friends and family in Seattle. Deswegen mache ich das jetzt auch mal aus. Hab keinen Bock, das mehrmals zu haben. Aber
dass man da nicht eine Ausnahme oder so bekommen hat, ne? Aber was soll man machen? Apropos Leute, zügig, was soll man machen? Ich werde jetzt mit Life is Strange aufhören. In der Viertelstunde beginnt die PlayStation-Konferenz. Und dann höre ich am besten jetzt auf, wo ein relativ guter Zeitpunkt ist, bevor, jetzt wo ich das Zimmer soweit erkundet habe, bevor ich dann noch irgendwas irgendwie weiterrenne und was anderes mache. Deswegen freue ich mich, das Spiel dann irgendwann weiterzuspielen. Natürlich werde ich weiterspielen, Nordex, keine Sorge. Aber nicht jetzt. Irgendwann natürlich, ja. Ich verlasse doch gerade das Zimmer und danach wird es weitergehen. Aber jetzt speichert es auch. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Jetzt hat es nämlich gespeichert. Und da gehe ich jetzt raus.